Herzlich willkommen bei Rocket Science. Mein Name ist Florian und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Campus Volumenlizenz von MATLAB Simulink auf euren Notebook oder Desktop-PC installieren könnt. So, in der Videobeschreibung habe ich euch den Link hinterlegt für die MATLAB Simulink-Installation von der Ostfalia. Solltet ihr also Student oder Studentin der Ostfalia sein, seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Und sollte dem nicht so sein, so müsst ihr lediglich bei euch im Rechenzentrum nachfragen, ob es auch eine Volumenlizenz für eure Hochschule bezüglich MATLAB Simulink gibt. Auf dieser Landingpage scrollt ihr ein kleines bisschen nach unten, bis ihr diesen Bereich hier unten seht, wo es zur Registrierung geht. Solltet ihr bereits einen MATLAB Simulink-Account besitzen, ist eine Registrierung oder eine nochmalige Registrierung nicht notwendig. Wenn ihr noch keinen MathWorks-Account besitzt, dann wird im Folgenden dieser für euch erstellt. Als nächstes werdet ihr gefragt, ob ihr bereits über besagten MathWorks-Account verfügt oder nicht. In meinem Fall ist es so, dass ich bereits über einen MathWorks-Account verfüge und nun hier auf der rechten Seite mit meinem existierenden MathWorks-Account mich anmelden kann. Nun wird meine E-Mail-Adresse und mein Passwort nachgefragt. Das gebe ich natürlich im folgenden Schritt dort ein und werde mich dann dementsprechend bei MathWorks einloggen. Habt ihr euch erfolgreich registriert und angemeldet, so landet ihr in dem Download-Bereich von MATLAB Simulink und könnt hier die neueste Version von MATLAB herunterladen. In unserem Fall ist das die Version R2020a und dies bestätigen wir durch einfachen Klick auf diesen Link. Im Nachgang werden wir gefragt, für welches Betriebssystem wir den Installer downloaden wollen. In meinem Fall wäre dies macOS. In eurem Fall kann das entweder Microsoft Windows sein oder eine Linux-Version. Ich bestätige auch dieses durch die Auswahl, in meinem Fall macOS, und warte dann dementsprechend ein kleines Stückchen, bis der Download abgeschlossen ist. Dies werde ich etwas vorspulen. Wir sehen uns also gleich wieder. Nun verlangt der Installer noch meine E-Mail-Adresse und mein Passwort und im Nachgang kann ich dann mit der Installation weiter fortfahren. Nun muss ich noch das Lizenz-Agreement bestätigen. Dies tue ich durch das Anklicken des Yes und bestätige dieses durch Klick auf den Button Next. So, damit nicht jeder meine Lizenzen einsehen kann, bin ich folgenden Schritt weitergegangen. Das heißt, ihr müsstet an der jetzigen Stelle eben unter dem Bereich Licensing eure Lizenz finden, diese anklicken und mittels Next bestätigen. Dann landet ihr in demselben Screen, in dem ich mich hier auch gerade befinde und habt die Möglichkeit, sofern denn überhaupt notwendig, den Ort, wo die Applikation, sprich MATLAB Simulink, installiert werden soll, auszuwählen. Ich bestätige das hier einfach mit Next. Wir sind dann auch schon fast am Ende angelangt. Wir müssen jetzt noch auswählen, welche Toolboxen und kleine Zusatzapplikationen wir zusätzlich zu MATLAB Simulink installieren wollen. Wenn man sich hier einmal durch die Liste hinunterscrollt, wird man merken, dass man auch Dinge wie AUTOSAR-Blocksets installieren kann, Deep Learning Toolboxen, von Fuzzy Logic Toolboxen bis hin natürlich auch zu Image Processing. Und zu guter Letzt auch Bestandteilen, die wir für unsere Veranstaltung benötigen. Das ist das Simscape und die Signal Processing Toolbox. Sollten im Nachgang von uns noch weitere Toolboxen installiert werden müssen, so können wir dies auch anschließend erledigen. Ein zusätzlicher Klick auf den Next-Button sorgt dann dafür, dass diese einzelnen angehakten Applikationen installiert werden. Den letzten Schritt, den wir hier noch wählen müssen, sind zusätzliche Informationen, die wir an MATLAB übersenden durch die Nutzung des Tools. Wir haben ja nichts zu verlieren, bekommen die Software sozusagen nahezu gratis und würden dies dann auch mit Next bestätigen. Am Ende wird natürlich noch die Lizenz und alles, was damit zusammenhängt, zusammengefasst. Die Produkte, 6 aus 87 Stück. Und den dazugehörigen Speicherbereich, den wir allozieren wollen. In meinem Fall sind das 12 GB. Ich bestätige mit Beginn Install den Installationsprozess und im Anschluss sind wir dann auch schon durch. Da bin ich schon wieder. Wir haben also MATLAB Simulink gerade gemeinschaftlich installiert, in meinem Fall auf einem Mac, aber in eurem Fall sollte das genauso einfach vonstatten gegangen sein, wie ihr das gerade gesehen habt. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch einen Like da und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.